Jo Leute, was geht ab? Ich bin's, euer Rico Italia. In diesem Video geht's mir die 6 heftigsten Dinge, die man auf jeden Fall in GTA 5 wissen muss. In diesem Video verlose ich auch wieder 75 Euro und die restlichen 25 Euro findet ihr bei einem anderen Video, das ich hier einmal verlinke. Das Video ist natürlich auch schon online. Dort ist aber der 25 Euro Gutscheincode in den Kommentaren versteckt. Ihr müsst ihn dann zusammenbasteln. Ist auf jeden Fall nicht zu schwierig, aber ich habe mir gedacht, wenn ich den einfach in einen random Kommentar einfüge, dann ist er natürlich gleich weg. So soll es ein bisschen spannender sein. Und da ich am 2. Februar Geburtstag habe, würde ich mich echt über 0,3 Likes freuen. Ich würde sagen, let's go, fangen wir mit den heftigsten Dinge in ganz GTA 5, die man auf jeden Fall wissen muss. Die erste Sache, die man in GTA 5 auf jeden Fall wissen sollte, sind die ganzen Gefechtstricks in GTA 5. Dabei seht ihr auch gerade im Hintergrund, ich tue den anvisieren, ich will dabei ein bisschen rennen, das wird aber nicht ganz funktionieren. Wenn ihr dabei aber X drückt auf eurem Controller, wird das Ganze viel besser funktionieren. Wusstet ihr, dass in GTA 5 super einfach und auch sehr effizient eure Deckung wechseln könnt? Ihr glaubt mir nicht, schaut einfach mal selber. Dazu braucht ihr auf jeden Fall solche zwei Objekte, wo ein kleiner Spalt ist. Dann müsst ihr erstmal in Deckung gehen, dann an die andere Seite anlehnen, so wie ihr es auch gerade im Hintergrund gesehen habt. Dann zweimal die R1-Taste drücken und dabei könnt ihr auch schießen. Und was dabei rauskommt, seht ihr auch gerade im Hintergrund, ist auf jeden Fall ein ziemlich heftiger Trick, wo ich mir ziemlich sicher bin, dass ihn auf jeden Fall nicht viele Leute kennen werden. Nicht jede Waffe wird dort funktionieren, aber testet es einfach mal selber aus. Dass man Menschen in GTA 5 schlagen kann, dürfte wohl jedem bekannt sein. Aber wusstet ihr, dass ihr auch mit einer Handgranate Leute schlagen könnt? Ihr seht gerade auch, wie viel Schaden diese Handgranate macht, nämlich deutlich mehr als eine normale Faust. Im Hintergrund zählen wir mal, wie lange es braucht, um einen Menschen in GTA 5 zu töten mit normalen Fäusten. Insgesamt braucht ihr dafür 8 Schläge, was auf jeden Fall schon ziemlich lange dauert. Vergleichen wir das Ganze nur mit den Fäusten, werden wir einen deutlichen Unterschied feststellen. Denn schon bei dem dritten Schlag wird die Person umfallen. Bei dem Schlagring in GTA 5 sieht es mal ein bisschen anders aus. Der Schlagring in GTA 5 hat deutlich mehr Schaden als eine Handgranate. Somit macht schon der zweite Schlag von einem Schlagring die Person in GTA 5 K.O. Jeder von euch wird wahrscheinlich diese Situation können. Ihr macht gerade einen Banküberfall oder zum Beispiel auch seid ihr in einem Deathmatch drin. Wenn ihr aber Snacks isst, werdet ihr auch Leben dazu bekommen. Aber in der Regel dauert das ziemlich lang. Deswegen lehnt euch einfach mal an der Wand an und esst dabei die Snacks. So bekommt ihr innerhalb von ein paar Sekunden volles Leben. Kommen wir zur zweiten Sache, die man in GTA 5 auf jeden Fall wissen sollte, nämlich die ganzen Renntricks. Es gibt ja auf jeden Fall eine Menge Renntipps in GTA 5, falls ihr euch die alle anschauen wollt, könnt ihr auf jeden Fall auf das E klicken, dann kommt ihr zu den ganzen Rennplaylists, die ich mal erstellt habe. Und ihr seht auch gerade im Hintergrund den Vergleich zwischen der Ideallinie in GTA 5 und dem Curb Boosting. Aber wenn ihr schon die Ideallinie in GTA 5 drauf habt, da seid ihr auf jeden Fall besser als fast 90% der ganzen GTA 5 Rennfahrer. Ihr seht auch gerade im Hintergrund, wenn ihr euch noch ein bisschen verbessern wollt, dann nutzt einfach mal Curb Boosting. Wie funktioniert Curb Boosting? Jedes Mal, wenn ihr die Bordsteinkante berührt, werdet ihr einen kleinen Boost bekommen. Dieser Boost ist natürlich nicht sehr stark, aber dadurch, dass man ihn so oft wiederholt, wird es einfach im Endergebnis sehr deutlich, dass ihr dabei auch bessere Rundenzeiten hinbekommt. Aber der beste Tipp, den ich euch geben kann für die ganzen Rennstrecken in GTA 5, testet die Rennstrecken so oft, wie ihr könnt, fahrt die so oft, wie ihr könnt, damit ihr auf jeden Fall Routine bei den ganzen Rennstrecken bekommt und auch mehr Sicherheit und auch so neue Wege bei den ganzen Rennstrecken traut. Regt es euch auch immer so auf, dass ihr einen Job hostet, zum Beispiel irgendein Rennen, aber dabei nicht Host von dem Job seid, weil ihr zum Beispiel jetzt nicht das Rennen richtig einstellen könnt. Ihr müsst dann wieder verlassen, aber hier ein kleiner Trick, wie ihr das Ganze umgehen könnt. Markiert euch einfach das Rennen, das ihr gerne fahren wollt und das ihr gerne hosten wollt, dann startet das Rennen über markierte Jobs und ihr werdet feststellen, dass ihr instant der Host seid. Zwei kleine, aber doch sehr feine Tipps für die ganzen Rennen in GTA 5. Packt auf jeden Fall für die ganzen Curb-Boostings die Geländefelge drauf. Was bringt die Geländefelge? Die aktiven Zuschauer von mir wissen schon, was die Geländefelge bringt, nämlich dort habt ihr mehr Traktion bei den ganzen Unebenheiten in GTA 5. Somit könnt ihr einfacher Curb-Boosting betreiben und kommt auch nicht so schnell ins Driften. Die Elite-Sache für die ganzen Rennfahrer in GTA 5 ist natürlich Short-Shifting. Was ist Short-Shifting? Wenn ihr den Curb in GTA 5 berührt, dann geht einfach mal eine Millisekunde vom Gas runter und dann gleich wieder aus Gas drauf. Somit werdet ihr einen extra Curb-Boosting-Boost bekommen, was aber doch schon ein bisschen Skill benötigt. Die dritte Sache, die man in GTA 5 auf jeden Fall wissen sollte, sind Fun-Tricks. Die erste Fun-Sache, die man in GTA 5 wissen sollte, hat was mit dem Story-Modus zu tun. Nämlich seht ihr gerade diese Animation. Ich erkläre euch ganz kurz, wie ihr diese Animation hinbekommt. Dazu müsst ihr einfach nur ins Auto hingehen, dann Dreieck drücken und gleichzeitig auch anvisieren und somit wird dann diese coole Animation entstehen. Wusstet ihr, dass ihr in GTA 5 ganz einfach einen Fallschirm unsichtbar machen könnt und somit eure Freunde abfacken könnt? Probiert es einfach mal aus, mit einer Leuchtpistole den Fallschirm anzuschießen und ihr werdet was ziemlich Kuriles feststellen, nämlich dass der Fallschirm komischerweise unsichtbar wird und die Person keinen Fallschirm mehr hat. Somit könnt ihr auf jeden Fall sehr viel Spaß mit euren Freunden haben und manchmal wird man sogar richtig in die Luft katapultiert. Der einzige Nachteil bei diesen Tricks sind wie immer die Bullen in GTA 5.
Ihr seid dann wieder mit euren Freunden auf der Flucht vor den Bullen und habt dabei Mühe gefunden, dann könnt ihr somit ganz einfach die Bullen in GTA 5 loswerden. Wenn ihr dann einfach zu Michaels Haus hinfährt oder auch zu irgendeiner anderen Stelle, wo man einfach so eine Wand findet und euch einfach mal auf dem Mühe so hinplatziert, wie ich es auch gerade im Hintergrund gemacht habe, dann werdet ihr einfach in den Mühe reinkommen. Von dort aus könnt ihr ganz einfach die Bullen loswerden. Es darf aber niemand in diesem Mühe drin sitzen, der Sterne hat. Und wenn ihr die Sterne losgeworden seid, könnt ihr ganz einfach aus diesem Mühe aussteigen und somit könnt ihr auch die Türen aufmachen. Jetzt haben andere Spieler auch die Möglichkeit, in diesen Mühe reinzukommen und ihr könnt auch wieder die Türen zumachen, was auf jeden Fall ziemlich hilfreich ist. Kommen wir nun zur vierten Sache, die man in GTA 5 auf jeden Fall wissen sollte. Ihr seid sehr oft in Open Lobbys und macht dort eure Jobs, dann ist dieser Trick auf jeden Fall sehr hilfreich für euch. Ruft einfach mal eure Assistentin an, dort habt ihr die Möglichkeit, einen Luxushelikopter anzufordern. Den fordert ihr einfach mal an, dort könnt ihr dann instant zu eurem Büro fliegen oder auch zu eurem Lagerhaus, was auf jeden Fall ziemlich cool ist. Und das Ganze ist fast so schnell wie ein Teleportationsglitch. Leider habt ihr diese Option aber nur beim Lagerhaus und bei eurem Büro, aber jedoch könnt ihr die Assistentin immer wieder anrufen und somit hat dieser Helikopter in GTA 5 keine Wartezeit. Gerade wenn ihr auch die Import- und Export-Mission macht oder auch die ganzen CEO-Missionen oder auch Biker-Missionen, wollt ihr meistens eure Ruhe haben in den ganzen Open-Lobbys. Hier ein kleiner Trick, wie ihr das Ganze hinbekommt. Dazu solltest du auf jeden Fall die automatische Zeit ausstellen und stell das Datum dann um ein Jahr vor oder zurück, spielt gar keine Rolle. Geht zurück zu GTA 5, ihr werdet feststellen, dass alles gefreezt ist, werdet nicht in Panik ausrasten, keine Sorge. Geht einfach wieder ganz gechillt zurück zu euren Einstellungen und wechselt dann einfach mal das Datum wieder auf aktuell. Geht dann wieder zurück in GTA Online und ihr werdet feststellen, dass nach ein paar Sekunden die ganzen Leute aus der Lobby verlassen und somit seid ihr alleine in der Open-Lobby. Und wenn ihr diesen Trick mit dem anderen Trick, den ich euch gerade eben gezeigt habe, kombiniert, könnt ihr auf jeden Fall bei den ganzen CEO-Missionen sehr viel Geld abstauben. Wusstet ihr, dass ihr in GTA 5 ganz einfach viel schneller rennen könnt als andere Personen in GTA 5? Schaut einfach mal auf die kleine Minimap. Mein Freund rennt auch super schnell, ich renne auch super schnell, aber ich bin in der Ego-Perspektive, er ist in der Third-Person-Perspektive und ihr seht einen deutlichen Unterschied, dass ich super schnell bin. Ich weiß nicht warum, das Ganze ist auch ein bisschen unlogisch. Ich weiß nicht, ob es ein Glitch ist oder ein Bug, aber auf jeden Fall ist es so, wenn ihr in der Ego-Perspektive seid, seid ihr hundertprozentig schneller als andere Leute, die in der Third-Person sind. Hier nochmal ein kleines Beispiel, ich habe meinen Freund mehr Vorsprung gelassen und ich hole ihn sogar immer noch eine, obwohl ich in der Ego-Perspektive bin. Das ist wirklich richtig heftig und falls ihr in der Ego-Perspektive seid, ein bisschen Rennen haben wollt mit euren Freunden oder auch mal schneller rennen müsst, dann geht auf jeden Fall in die Ego-Perspektive. Hier nochmal die Side-by-Side-Comparison, die Third-Person versus Ego-Perspektive. Ihr seht ganz deutlich, dass ich mit der Ego-Perspektive deutlich schneller bin und ich bin hier wirklich beim gleichen Zeitpunkt gestartet. Ich hätte es niemals für möglich gehalten, aber ihr seid auf jeden Fall in der Ego-Perspektive schneller. Falls ihr das noch nicht wusstet, dann lasst auf jeden Fall jetzt ein Like da. Bah. Aber jetzt mal ohne Flax, ihr seid auf jeden Fall in der Ego-Perspektive schneller als in der Third Person. Bei den ganzen Autos ist es natürlich nicht so, falls jetzt auf die Idee kommt, das auch bei den ganzen Rennen zu machen. Kommen wir auch schon zur fünften Sache, nämlich die wissenswerten Sachen. Und da haben wir auf jeden Fall einige Sachen in GTA 5. Eine sehr coole Sache, die man an GTA 5 auf jeden Fall wissen sollte, ist, dass der Duster in GTA Online ein gewisses Giftgas ausspritzen kann. Ein Flugzeug für $275.000, womit man auf jeden Fall seine Freunde ein bisschen beeindrucken kann. Bei mir war es aber leider der Fall gewesen, dass der Kollege nicht dieses Gas gesehen hat. Ich weiß aber auch nicht, ob man diesen Gas eigentlich auch andere Spieler töten kann, aber probiert es auf jeden Fall mal aus. Auch eine sehr wissenswerte Sache, die man in GTA 5 auf jeden Fall sehr hilfreich nutzen kann, ist zum Beispiel, wenn ihr eine ausgesehene Haftbombe oder auch eine Annäherungsmine ausgesehen irgendwo hin platziert habt, aber ihr dort wieder weg haben wollt, dann geht einfach mal zu den Story-Charakteren, sodass ihr den Blackscreen habt, geht dann wieder zurück und ihr werdet feststellen, dass dann die Haftbomben oder auch Granaten wieder weg sind. Gerade in der Anfangszeit von GTA 5 ist es ziemlich schwierig, noch Geld zu bekommen. Wenn ihr euer erstes Geld in GTA 5 verdient habt, kauft auf jeden Fall euch eine Maske. Dann könnt ihr weitere Läden ausrauben und anstatt 2 Sterne bekommt ihr nur noch 1 Stern. Wenn ihr diese Maske nämlich nach den Raubüberfall dann aufsetzt, könnt ihr nämlich 1 Stern in GTA 5 verlieren, was auf jeden Fall ziemlich hilfreich sein könnte. Somit könnt ihr schneller zum nächsten Laden fahren und noch mehr Geld in GTA 5 verdienen. Kommen wir nun zur letzten Sache, die man auf jeden Fall gesehen haben muss. Nämlich stellen sich sehr viele Leute gerade die Frage, ob man nicht die Story einfach verändern kann mit Mods. Ihr kennt ja sicherlich alle das Ende von GTA 5. Wenn nicht, dann schaltet auf jeden Fall jetzt ab, denn ich will hier nicht spoilern. Ihr seht es auch gerade im Hintergrund, wir versuchen hier gerade Michael zu töten. Aber dadurch, dass ich die Mission schon mal gespielt habe, weiß ich natürlich, wo Michael sich am Ende runterstützen wird. Wir platzieren hier einfach mal ein paar Container hin und mal schauen, ob Michael immer noch sterben wird oder ob er dann überleben wird. Was passieren wird, denn eigentlich ist es ja so nicht geplant in GTA 5. Michael ist also an Franklins Hand. Er wird
wird eigentlich so oder so sterben, denn man hat ja noch mal die Möglichkeit, Michael zu retten, aber eigentlich ist es eigentlich nur eine Selbstmordaktion. Wie gesagt, falls ihr die Mission noch nicht gespielt habt, dann schaltet auf jeden Fall jetzt ab, denn ihr seht im Hintergrund, Michael macht Selbstmord, was ich zwar ein bisschen komisch fand, aber trotzdem doch sehr interessant fand. Falls ihr mehr von solchen Dingen sehen wollt, dann schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, da kann ich noch weitere Dinge in GTA 5 testen, wie man ein bisschen die Story umändern kann oder auch zum Beispiel zufällige Events, wie das Selma und Luis Event. Falls ihr da noch weitere Dinge sehen wollt, wie gesagt, schreibt es einfach in die Kommentare. Falls ihr jetzt noch richtig viel Geld in GTA 5 haben wollt, bis zu 700 Millionen und noch sehr coole Farben für eure Fahrzeuge und noch sehr coole Outfits und so weiter und so fort, dann schaut auf jeden Fall in die Videobeschreibung vorbei. Extrememodding.de, das sind wirklich die allerbesten Modder auf der Welt. Die ziehen euch hundertprozentig nicht ab, sind hundertprozentig safe. Und falls ihr da Fragen habt, gibt es natürlich auch dort einen Support. Der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Wir sehen uns gleich noch an der Endcard. Yo, das ist die Endcard und ich wünsche euch auf jeden Fall noch ein super schönes Restwochenende. Ihr habt dann nochmal die Möglichkeit, andere Videos von mir anzuschauen. Wie gesagt, bei dem einen Video sind nochmal 25 Euro versteckt in den Kommentaren. Und wenn ihr schnell seid, Glück habt und klug seid, könnt ihr auf jeden Fall so 25 Euro ganz schnell gewinnen. Es sind natürlich Amazon-Gutscheine. Falls ihr mich abonnieren wollt, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Das würde mich echt freuen. Bei 150.000 Abonnenten verlose ich 1.000 Euro.